Willkommen, Kameraden, zu einer weiteren Ausgabe von Star Trek Bridge Crew VR. Heute leider ohne Webcam, weil die macht schon wieder Probleme. Die will schon wieder nicht starten. Ich habe sie mehrfach rausgesteckt, bis sie reingesteckt. Ich krieg's im Moment nicht zum Laufen. Ich probiere es noch weiter auf, aber das soll uns nicht stören, denn wir spielen jetzt Episode 1, Stürmische See. Die USS Aegis beginnt mit der Erkundung des Grabens und entdeckt seltsame unbekannte Wunder. Ebenso wunderschön wie tödlich. Und das werden wir heute erleben. Kampagnenmission, die Aegis, fortfahren. Los geht es. Computerlogbuch Sternzeit 2258,193. Wir haben möglicherweise eine Welt für die Umsiedlung der Vulkanier entdeckt. Der regierende Siedlungsrat im Graben hat uns die Erlaubnis erteilt, Silva 4 und sein Heimatsystem zu erforschen. Unter der Bedingung, dass wir alle Ergebnisse mit dem Rat teilen. Wir werden vom Forschungsschiff USS Huxley begleitet. Das ist unsere erste Reise in die unbewohnten Regionen des Grabens. Eine Sternenflottennachricht. Ich bringe sie auf den Schirm. In Ordnung, danke. Captain, wie ich höre, sind Sie im Begriff aufzubrechen. Natürlich. Bevor Sie ablegen, wollte ich Sie daran erinnern, dass Sie die gesamte Föderation der Vereinten Planeten dort draußen repräsentieren. Ja, ich mache aber keinen Druck. Ich verlasse mich darauf, dass Sie unsere Ideale in höchstem Maße Natürlich. Aber keine Sorge, Sie haben das Vertrauen des Sternenflotten. Ja, genau. Wie ich schon sagte, ich mache keinen Druck. Viel Glück für Sie und Ihre Crew. Danke. Sternenflotte, Ende. In Ordnung, dann wollen wir mal den alten Vogel mal ins Rollen bringen. Es ist die Huxley. Auf den Schirm. Aegis, hier spricht Captain Ukwu von der USS Huxley. Hallo, hier Captain Norris von der USS Aegis. Systemchecks abgeschlossen, wir können los. Wir folgen Ihnen, sobald Sie startbereit sind. Verstanden. So Leute, wir wollen ins Warp, mit Mid-Warp ins Silversystem reisen. So, einmal Warp bitte, ich will ins Silversystem. In den Rauer Kurs setzen. Lieutenant Nah, bitte Warp vorbereiten. Aye, Captain. Initialisiere Warp-Protokolle. Weise Energie zu. Kurs für Warp-Sprung steht. Richte auf Warp-Vektor aus. In Ordnung, sagen Sie Bescheid, wenn wir losfliegen können. Sind auf Vektor für Warp. Auf Ihr Zeichen, aufgeladen. In Ordnung. Warp in, auf mein Zeichen. In 3, 2, 1. Hahaha, Warp. Gut aus. Wow, ich bin auf Drogen. So, da wären wir. Was ist mit der Huxley? Haben wir schon was von Huxley? Mehrere lokale Energieimpulse in der Nähe. Ich erkenne die Signatur nicht. Lieutenant Hoyle, scannen Sie das? Aktiv zu scannen. Ziel gewählt. Scan initiiert. Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole, Captain. Gefährlich. Diese Anomalie ist hochgradig unbeständig. Nähern sich mit äußerster Vorsicht und erhalten einen Sicherheitsabstand. Okay, Ensign Rao. Die USS Huxley hat das System erreicht. Vielen Dank. Crewman. Unbekannter Crewman. Crewman. Aegis, halten Sie sich fern von diesen Störungen. Eine ist explodiert, als wir uns genähert haben. Der danke Schaden ist gering, aber das sollte sich nicht wiederholen. In Ordnung, danke für die Warnung. Wir setzen unseren Kurs fort. Also. Captain, ich erfasse eine Anzahl Raumstörungen. Was du nicht die sagst. Die Wellenformen entsprechen einem Plasmasturm der Klasse 1, aber das ganze System ist betroffen. Es könnte die Steuerung beeinflussen. Wir sollten vorsichtig sein. Verstanden. So, neues Missionsziel. Nach Silver 4 Planetenorbit. Reisevektor wird berechnet. So, bitte mit im Impuls los. Leite Energie zu Impulsantrieben um. Lege Kurs für Impuls fest. In Ordnung. Impuls aktivieren auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Ei, Captain. Verstanden, Huxley. Warten Sie. Captain. USS Huxley erhält ungewöhnliche Werte bei ihren Planetenscans. Wir sollten das durch einen eigenen Scan bestätigen. Verstanden. Eigene Scans durchführen. Gib mir ein Lokalsystem. Danke. So. Ist die Kalibrierung des Covariant-Oszillators abgeschlossen? Mr. Rao, bitte bringen Sie mich dorthin, dorthin. Energie voll auf den Antrieb. Ich habe keine Lust. Ich will heute Abend nämlich noch rechtzeitig zum
Abendessen da sein. So. So, ich schalte die Navigation ein. Zack, dann sehen wir auch hier gleich, wo wir langfliegen. Sieht das geil aus, oder was? Das sieht ja mal richtig geil aus. Das ist das andere Schiff. Voll gut. So. So, eine Sonde sollen wir schicken. Taktischer Offizier kann eine Sonde anfeuern. Genau. Also, Lieutenant Hoyle, Sie haben es gehört. Wie soll eine Sonde starten? Jetzt. Verfasse neues Ziel. Starte Sonde. Okay. Ich aktualisiere Ihre Konsole. Ja. Unwirklich. Interessant. Silva 4 könnte in der Vergangenheit bewohnbar gewesen sein, aber das hat sich dramatisch verändert. Okay. Eine Nachricht schon warum? Von Captain Ukwu. Okay, auf den Schirm damit. Captain, mein Wissenschaftlerteam führt planetarische Tiefenscans auf Silva 4 durch. Es wird eine Weile dauern. Sie könnten inzwischen die verbleibenden Gebiete untersuchen, dann sollten wir bei Ihrer Rückkehr fertig sein. Natürlich, werden wir machen. Asteroidenfeld, Nebelreisen und geborstener Mond. Okay, wir fliegen einmal auf Impuls zum Totenpalet ins Asteroidenfeld. Mr. Rao, bitte Impuls vorbereiten. Ei, ei. Erhöhe Energie für Impulsantriebe. Setze Kurs für Impulskraft. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind. Dann gebe ich Befehl zum Ausrücken. Kurs steht. Auf Ihr Zeichen. In Ordnung. Impuls in 3, 2, 1. Ei, verstanden. Dauert ein bisschen. Haben Sie schon was am Vor? So bei so einer Ration Proteinpacks? Hallo? Ich rede mit Ihnen. Kann man nichts machen. Gut, Asteroidenfeld sind wir gleich da. Alter. Stopp! Mann, stopp! Der fliegt uns gleich da rein. Irgendetwas an diesen Asteroiden entzieht unserem Warpkern Energie, Captain. Ich erhalte anormale Daten aus dem Asteroidenhaufen, Captain. Wir erfassen Spursignale aus dem Inneren des Feldes. Der Sturm verstärkt sich, Entschlüsseln. Und laut diesen Daten wird das voraussichtlich so weitergehen. Bitte einer nach dem anderen, ja? Nicht alles gleichzeitig. Ich bin neu hier. Ich bin ja eigentlich Reiseführer. So. Bitte bringen Sie mich dorthin. Ei, ei. Energie verstanden. Auf die Antriebe. Maximiere Energie für Antriebe. So. So, ich schätze mal, Lieutenant Hoyle, Waffen. Alles klar. Aktualisiere Ziel. Schieße. Bipolare Flusskupplung beschädigt. Ei, ei, Captain. Wechsel erreichen die Anomalie. Kein Ziel genäht. So. Ja, die scheinen nämlich so eine Art zu sein wie die Minen. Ja, Captain. Erfasse das Ziel. Neues Ziel. Ei, Captain. Feuer eingestellt. Neues Ziel erfasst. Wir müssen uns den Weg hier freischießen. Das ist der nächste. Waffen abfeuern. Los. Wir betreten die Anomalie. Okay, können wir schon scannen? Nein, können wir noch nicht. Verlassen Anomalie. Aber wir haben hier noch so ein Ding. Einmal Waffen abfeuern, bitte. Ziel gewählt. Vielen Dank, Lieutenant Hoyle. Sehr guter Schuss. Ziel können wir scannen. Captain, wir haben das Ziel erreicht. Okay. Sie haben ihr Ziel erreicht. So.
Alles klar. Erfasse neues Ziel. Initiiere Scan. Danke. Ich übertrage die Daten auf Ihre Konsole, Captain. Das ist die Quelle des Signals. Es scheint ein Notsignal gewesen zu sein, aber das Signal ist jetzt viel zu schwach, um noch von irgendeinem Nutzen zu sein. Okay, das heißt? Vielleicht wurde es von den Umgebungsbedingungen überlagert. Okay, was heißt das für uns? Nichts. Ziel ist kein Feind. Ich kann einfach Sachen. Ich kann Waffen nicht so in die Luft springen. Schade. Geborstener Mond. Die fliegen zum geborstenen Boot. Bitte setzen Sie den Kurs. Ei. So, muss ich per Impuls hin, ne? Zack, zack, geborstener Mond. Route wird berechnet. In 200 Metern links ab. Okay, Impuls verbreiten. Wir können los. Antriebsenergie für Impuls. Bereite Impulskraft. Der Sturm intensiviert sich. Okay, wir unten ab. So, Mond. Warum bist du geborsten? Was für Geheimnisse trägst du mit dir? Die Partikelanalyse zeigt lokale Hochfrequenzschwingungen um den Mond. Das beeinträchtigt die Genauigkeit der Sensoren. Ein Scan sollte möglich sein, aber vermutlich ist er von geringer Qualität. In Ordnung, bringen Sie uns dahin, bitte. Ei. Irgendwelche ungewöhnlichen Scan-Ergebnisse? Lieutenant Hoyle? Hallo, ich rede mit Ihnen. Reden Sie mit Ihrem Captain, wenn ich Sie anspreche. Was haben wir denn da? Einmal scannen. Ziele. Scanne Ziel. Ich sende neue Daten auf Ihre Konsole, Captain. Ach, das ist so eine Dings. Also, hier, Waffen abfeuern. Neues Ziel erfasst. Eröffne Feuer. Schilde hoch. Aye, aye, Captain. Schilde aktiviert. Mehrere Höllenlecks auf Deck 7. Genau, deswegen die Schilde hoch. Aye, aye. Ziel scannen, bitte. Das Ziel. Antriebe halt. Scan. Schub auf 0. Wir wollen da nicht so nah ran. Die Konsole wird aktualisiert. Achso, das ist so ein Ding. Waffen abfeuern. Aktualisiere Ziel. Kein Ziel gewählt. Hi, Captain. Das hätten wir. Ach, wir sollen wieder Sonde absenden. Sonde starten auf mein Kommando. Jetzt! Alles klar. Wechsle Ziel. Setze Sonde ab. Die Sonde ist in Position und überträgt Daten. Interessant. Schiff, stopp! Der Mond weist Muster auf, die auf unterirdische Strukturen hindeuten, Captain. Das heißt? Ich sehe kein Lebenszeichen, aber das könnte an den atmosphärischen Interferenzen liegen. Unsere Annahme, dass das Gebiet unbewohnt ist, könnte sich als falsch erweisen. Mhm. Können wir scannen? Natürlich nicht. Wir machen nur oberflächliche Scans. Ja, ich will, dass mein Schiff sauber bleibt, ja? Aufpassen, immer schön aufhegen, wenn irgendwas kaputt macht und irgendwo reinbohrt. So, wir wollen jetzt, wo wollen wir hin? Wir wollen in den Nebel. So, aber Impuls, Nebel bitte, danke. Kurs wird berechnet. Bitte bereiten Sie den Impuls vor. Hi, verstanden. Leite Energie zu Impulsantrieben um. Lege Kurs für Impuls fest. Sagen Sie bereit, wenn Sie fertig sind. Impuls aktivieren auf mein Kommando in 3, 2, 1. Hi, Captain. Hui! Was war denn das jetzt? Dieser Nebel weist eine sehr hohe Konzentration ionengeladener Partikel auf. Bleiben wir innerhalb des Partikelfeldes, hat das negative Auswirkungen auf die Schilde. Wir sollten eine Sonde absetzen und hier schleunigst verschwinden. Ah, ja. Deaktiviere Schilde. Wir senden eine Sonde ab. Verstanden. Sonde unterwegs. Ich übertrage die Analyse auf Ihre Konsole, Captain.
Die Sonde hat ein Schiff entdeckt, Captain. Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Glaube ich nicht. Keine Aktivitäten auf Standard-Subraumfrequenzen. Sag ich aber doch. Wir sollten das vielleicht besser überprüfen. Ja, ich bin der Captain. Ja, ich sage, was hier gemacht werden. Nicht du. Hä, wer bist du denn eigentlich? Linz alles ab. Linz meine Einladung zum Date ab. Gibst mir den Körper. Dann sagst du mir, was ich tun soll. Ich bin der Captain. Ich habe gerade beschlossen, wir wollten denen vielleicht helfen. Ei, ei, folgen dem Ziel. Blöde Olle. So, Schilde sind unten. Die sind, gehen sowieso kaputt bei den Anomalien. Ja, sehr gut. Radiometrische Konverter funktionieren normal. Danke. Das muss. Wenn etwas normal läuft, dann will ich das nicht hören. Ich will nur hören, wenn was kaputt geht. Nicht so viel Informationen. So. Sind wir in Scan-Reichweite? Ja, Captain. Wechsle Ziel. Ei, verstanden. Antrieb halt. Ich kann nicht näher ran, als wir müssen. Scan dauert ein bisschen länger. Ich aktualisiere Ihre Konsole. Der Computer des Schiffs ist intakt. Er ist verschlüsselt, aber über das Fernzugriffssystem sollten wir rankommen. In Ordnung. Einmal Fernzugriff. Bringen Sie uns näher ran. Ei, ei, folgen. Fliegen in die Anomalie. Lieutenant Hoyle, bereiten den Scan schon mal vor. Betreten die Anomalie. Verlassen die Anomalie. Bereiten sich auf eine Störung, auf die Sensorstörung vor. Aye, Captain. Versuche es zu stören. Ziel gewählt. Aye, aye, Captain. Schub auf Null. Ey, Gewitter. Haben das Zielsystem gestört. Das Schiff wurde vollständig ausgeräumt. Zahlreiche Höhlenlecks. Es muss vor kurzem passiert sein. Der letzte Logbucheintrag ist wenige Tage alt. Okay, Logbuch bitte auf meinen Schirm, bitte. Wir sollten das Schiff zerstören. Hallo? Nicht noch andere hier rein. Nein, ich bin der Chef. Und ich will das Logbuch jetzt sehen. Hört mir überhaupt jemand zu hier? Hallo? Seid ihr überhaupt echt? Gibt's euch überhaupt? Hallo? Ich bin der Chef. Und ich entscheide, ob wir kaputt machen oder nicht. Ja, ich entscheide, was wir denn machen. Ich habe gerade entschieden, dass es besser wäre, das Raumschiff zu zerstören. Pah! Lieutenant Hoyle. Ei, verfasse Neues. Greife an! Ihr Job. Endgültiges Ziel. Feindschiff nähert sich! Oh, was ist denn jetzt? Neuer Kontakt. Sie wissen, dass wir da sind. Können Sie ausprobieren? Das ist kein Klingonenblut. Schilde hoch! Alles klar. Schilde aktiviert. Neues Ziel erfasst. Torpedos scharf schalten. Mache Torpedos scharf. Aus der Anomalie. Greife Ziel an. Das ist aber das Mindeste. Nachricht von der Huxley über die Notfallkanäle. Energie zu den Phasern. Aegis, wir werden von zwei Schiffen angegriffen. Wir brauchen sofortige Hilfe. Ich bin sehr beschäftigt mit einem klingonischen Kreuzer. Keine Ahnung. Egal. Erreichen die Anomalie. Wir können uns das mal von außen angucken. Der ist fast platt. Torpedos Feuer. Wir betreten die Anomalie. Torpedos Feuer. Hallo. Hä, warum schießt die nicht mit meinen nicht mit den Torpedos? Hallo.
Voll. Aktualisiere Ziel. Schieße! Ja, also. Endlich Torpedoangriff. Jawohl! Schildstärke bei 5. Ein Feind weniger. In Ordnung. Energie zu den Alles Schilden. Klar. Priorisiere Schildenergie. Ja, Captain. Reparatur unterwegs. Okay, dann helfen wir mal der Huxley. Torpedoschächte voll einsatzbereit. Torpedoschächte wiederhergestellt. Impuls vorbereiten. Torpedos ihre Antriebsenergie für Impuls. Bereite Danke. Impulskraft vor. In Ordnung, sagen Sie Bescheid, Sie kennen das Spiel. Kurs eingegeben, Captain. Kurs liegt an. 3, 2, 1. Aye, aye, Captain. Die USS Huxley meldet 75% Hüllenintegrität. Ach, da haben wir noch genug. 70% übrig. Und sonst so? Sind Sie sicher, dass Sie nicht heute Abend zum Essen kommen wollen? Es gibt auch Schnitzel mit Pommes. Ja, ehrlich, mit echten. Man nicht mit dem der kann man nichts beeindrucken, nur nicht mehr echte Pommes. Was? Ja, war ja klar irgendwie. Feindkontakte erfasst. Phaser-Generator. Gib mir lokalen Dingens. Schilde hoch. Schilde sind oben. Feuer. Ja, er wieder. Torpedos. Scharf. Torpedos Feind bricht den Kontakt ab. Warpkern voll funktionsfähig. Vielen Dank. Alle Systeme funktionstüchtig. Feuer. Wir könnten uns eigentlich auch mal als Lieutenant Royal dann mal aufs geben. Feindliches Schiff im Anflug. Ja, Torpedos, Feuer. Sie zerstört. Ich scanne. Das darf nicht. Ist es weg? Ist es weg? Geschafft. Die Huxley ist sicher. Schilde gesenkt. Deaktiviere Torpedos. Danke für die Hilfe, Aegis. Aber ich fürchte, wir brauchen noch mehr. Wir haben Schäden auf mehreren Decks und unsere Navigationssysteme sind ausgefallen. Wir müssen schleunigst zurück nach Edinov. Aber wir können den Kurs nicht berechnen. Wenn Sie vorausfliegen, können wir Ihrer Warp-Signatur folgen, glaubt unser Chefingenieur. Haben die keinen Mathematiker dabei, der das macht? In Ordnung. Umschalten auf Warp-Antrieb. Was? Einmal nach Edinov. Warp-Antrieb vorbereiten. Bereitvektor ausgerichtet. Fasse die Energie an. In Ordnung. Sagen Sie bereit. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind. So. Ich gebe dann Signal für Warp. Bereit auf Ihr Zeichen. In Ordnung. Warp. 5 in 3, 2, 1. Aye, aye, Captain. Ups, Geschwindigkeit. Alter Spiel. Wo ist die Huxley? Da ist die Huxley. Sehr gut. USS Huxley sicher angekommen, Captain. Danke für das Geleit, Aegis. Ab hier schaffen wir es sicher allein. Wieder mal ist der Tag gerettet. Captain Voad hat nicht nur die Haxe gerettet, sondern auch sein eigenes Schiff verteidigen können. Das ist rechtzeitig zum Abendessen. Sehr gut, Leute. Das war Episode 1. Ja, Episode 1. Das nächste Mal geht's weiter mit Episode 2. Die Sonne und der Schlund, der Schild. Und ich probiere jetzt noch ein bisschen rum an meiner Webcam. Und dann gucken wir mal, ob es dann weitergeht. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn hier? Episode 3, 4, 5, 6, oh, ganz viel hier. Ach, das ist die Kobayashi-Herausforderung. Okay, auch nur 5. Okay. Machen wir erstmal das. Also, bis dann. Ciao.